Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutz und Weidebad Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin es euer MC. Wir fahren jetzt erstmal in unsere neue Lieblingsregion, Kijidoji. Beim letzten Mal haben wir hier gesehen, dass Madarame seine Fehler endlich gestanden hat. Und das bedeutet, unser zweiter hier, Diebstahl, war ein Erfolg. Wir haben noch ein noch unbekanntes Ziel, ja? Sammeln wir in der Harmony Alley Infos über den alten Mann. Genau, das machen wir auch. Ah, ihr seid ja auch überall. So, und ja, wir sind danach als Siegesfall hier nach Kijidoji gegangen. Oh Leute, Mann, seht ihr, da ist heute wenig los. Das heißt, hallo, hier ist ein üppiges Katsu. Ist auch das Letzte. Genau, der schnappen wir uns nämlich. 150 MP, ja. 150 und 30 MP, ja, schade. Nun gut, und ja, wir haben beim letzten Mal ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben hier das neue Stadtviertel gesehen, was hier komplett neu ist. Und jetzt haben wir hier noch was anderes vor, nämlich... Hirsch. Der alte Mann war noch hier. Noch nicht hier. Kein Wunder, dass ich in Frieden trinke. Ich rede nicht gerne schlecht über meine Kunden, aber er macht einfach so viel Ärger. Ein alter Mann, der viel Ärger macht. Hey, reden die vielleicht über den alten Mann, der Kijidoji ein Problem macht? Hey, dieser Ort ist nicht für Junge wie dich. Suchst du etwas in der Gegend? Der alte Unruhestifter. Also, Mann, also sogar Kids wie du kennen ihn. Der alte Mann ist völlig außer Kontrolle. Er klaut anderen Leuten die Getränke, er fängt Streit an. Und wenn er Ärger bekommt, dann macht er Radau und versucht Geld zu schnurren. Was grusig ist, je mehr Ärger er macht, desto breiter wird sein Grinsen. Hast du einen Namen? Ach ja, der alte Mann plärt da und seinen Namen. Heiji Ono, nicht wahr? Ja, so heißt er. Okay. Gut, wir haben den Namen uns zählt. Aber weißt du, ich kann echt wirklich über ihn urteilen. Er ist etwa so alt wie mein Vater. Wenn er an Regentagen darüber stöhnt, wie sehr seine Gelenke schmerzen, tut er mir einfach leid. Wäre schön, wenn er nicht hier herumhängt, sondern stattdessen im Warmen bei seiner Familie bleibt. Du klingst sehr mitfühlend, aber ich weiß, dass du ihn eigentlich für eine echte Nervensäge hältst. Naja, ich streite ich nicht ab. Wenn es regnet, tut ihm die Gelenke weh. Der arme Kerl. Ich denke, wir haben wohl alle Infos, die wir brauchen. Wollen wir im Versteck zu besprechen? So, also, damit haben wir hier einen weiteren Fall hier übernommen. Und über den kümmern wir uns. Ach. Was will ich denn machen? So, L1 will ich. So, L2. So, fast selber. Dann gehen wir hier mal ins Mementos. Schnell zurück in die Zelle. Bitte tritt mich nicht. Ich mag es nicht, getreten zu werden. So, wir müssen nämlich jetzt mal ein bisschen unsere Personas managen. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Sun Arcana. Das habe ich bis jetzt hier ein bisschen verschlafen. Und zwar, schauen wir gleich mal. Nach Arcana. Haben wir einen Sun? Sonne, 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 Mond und Stern. Yo! Sonne, Kushimitama und Chariot. Ja, okay. Mach mal. Was haben wir denn hier? Schwächender Mund verdoppelt den Effekt von Entzugskills auf Passing Skills. ÖTP-Ringation. Ach, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ist mir wurscht, benutze ich eh nicht. Media mach mal und. So. Köpfen wir ein wenig. Und damit haben wir jetzt endlich unsere Sun-Persona. Brauchen wir nämlich. Wenn wir hier weiter den S-Link machen mit unserem Lieblingspolitiker. So, der Kunde kann es auch, das ist auch sehr nice. So, aber wir werden jetzt hier gleich wieder unseren Berater-Persona kaufen. Schade, ich grüße Sie mit Thomas nettes Lächeln an. Wir haben ja jetzt genug Geld, jetzt können wir hier ein bisschen auch das Geld ruhig hier raushauen. 232.000, das sollte aber lang. So, nun geht's wieder zurück, weil ihr seht ja, wir haben hier schon wieder eine Nachricht von wem sonst. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder unseren leckeren Drink kaufen. 400 Yen schon wieder hier nur fürs Hin- und Herfahren hier aufgebraucht, so wie eh und je. Denn es ist Sonntag und ein schöner Tag, die muss natürlich her. Boah, ich will es nicht wissen. Es ist eklig. Nice. Runter irgendwie gewirkt. Okay, das war gut. Speichern wir erstmal wieder. In Hoffnung, dass irgendwas Sinnvolles passiert. Das haben wir schon.
25 Spielstunden geschafft, liebe Leute. Es geht ja wie das Brezelbacken hier. Noch 75 und schon mal durch. Mindestens. Also, dann machen wir hier. Warte, ich habe es nicht gelesen. Bin uns Yoshi da prüfen. Kommen wir hier auf den nächsten S-Link-Level. Wird bald stärker werden. Ja, dann natürlich. In unruhigen Zeiten werden die Überzeugungen einer Regierung oft auf die Probe gestellt. Die jetzige Regierung weigert sich, über ihre Pläne für die Zukunft zu sprechen. Können wir einen solchen Mangel an Transparenz wirklich hinnehmen? Dieser Kritik an der Regierung hört man zurzeit andauernd. Weil der Abgeordnete Shido mit genau dieser Aussage sehr beliebt geworden ist. Er plappert also nur die Regierungskritik eines anderen Politikers nach. Anscheinend. Erst stiehlst du Parteigelder, jetzt stiehlst du Ideen. Tu nicht gut, Tora. Spar dir die Rosenworte, Ex-Knacki. Ich habe mir mal wieder den Zorn der Zuhörer eingehandelt. Er sagte also, wer in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, verdient keine zweite Chance. Was kann ich dazu sagen? Du brennst ständig, du Depp. Wie bitte? Hast du was zu sagen, Kleiner? Jo! Was ist denn mit dem Teenager da los? Der Ex knackt ja gute Argumente. Du kleiner Mistkerl. Ja, ich bin Tunich Gutora und ich habe Fehler gemacht. Ja, ich bin unbelebt und machtlos. Aber das hat nichts mit meinen Argumenten zu tun. All das habe ich durch meine Probleme gelernt. Yes. Macht euch ruhig über mich lustig, aber ich werde weiterhin gegen das Unrecht in der Welt kämpfen. Die Rede heute war voller Leidenschaft. Unerwarteterweise, muss ich sagen. Aber das Highlight war dein Geschrei. Ich konnte einfach nicht anders. Ich beneide dich. Du vertrittst deine Gedanken so voller Überzeugung. Das hätte ich damals tun sollen. Okay, das war's dann für heute. Ihr zwei seid der Wahnsinn. Ich lag total falsch. Auch wenn jemand in der Vergangenheit gescheitert ist, verdient er eine zweite Chance. Mehr wollte ich nicht sagen. Bitte warte. Danke, mehr wollte ich nicht sagen. Du bist wirklich seltsam, genau wie dieser Junge. Ich habe heute etwas von einem unbezwingbaren Geist gelernt. Ich verliere immer die Nerven, wenn mich jemand Tunich Gutora nennt. Aber du siehst mich als jemand mit Wert. Also werde ich vor dir wegen Kritik nicht einknicken. Du hast mir heute beigebracht, dass ich mehr Vertrauen in meine Argumente haben muss. Meine Venus Yoshida vertieft sich. Sieg! Sonne, der Mann des Volkes Yoshida hat wieder zugeschlagen. Wenn ich bei dir bin, ändert sich meine Art zu denken. Muss dein jugendlicher Einfluss sein. Ach, Entschuldigung, leider haben wir keine Zeit mehr. Und unser Charme hört sich auch nochmal. Wie ein charmanter Superman hier. Gut, und dann schauen wir, was der nächste Tag so bringt. Ach, Leute, Mann, wir brauchen jetzt eigentlich ein neues Ziel, gell? Aber davor, nochmal ein Anruf. Hallo, danke, dass du heute fleißig warst. Dank dir habe ich mich an etwas Wichtiges erinnert. Jetzt, seit ich darüber nachdenke, seit dem Skandal, habe ich mich allein und hilflos gefühlt, als wäre die ganze Welt gegen mich. Vielleicht habe ich mich an all die Kritik gewöhnt, aber mir fiel auf, dass ich etwas übersehen habe. Ich habe die vergessen, die mich unterstützt haben. Und wie viel Mut mir ihre Gegenwart macht. Es mag dir vielleicht offensichtlich oder trivial vorkommen, aber ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Das tue ich. Gut, freut mich zu hören. Ich werde es in meinem Herzen tragen. Ich darf nicht zulassen, dass ich es wieder vergesse. Gut, ich verlasse mich für meine nächste Rede auch auf dich. Bis bald, Dragonilkun. So, Luigi, das freut mich natürlich, dass Yoshi da gut geht, dann geht's uns auch gut. Aber wir dürfen nicht eins vergessen. Ja, seht ihr, Leute? Die Fantasy ist also hier eine Popularität gewonnen haben. Roffel Malo, hören wir hier. So, das war übrigens ein Bild von Kiji Jojo. Es ist so ekelhaft und schwül. Und jetzt die Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen. Hotspots in Tokio, das Penguin Sniper in Kiji Jojo hat ab jetzt geöffnet. Was ist das Penguin Sniper? Ein Zoo? Eine Tierhandlung? Nein, eine trennige Darts- und Billard-Lounge. Ob alleine oder in der Gruppe. Du entscheidest, wie du spielst. Oh. Ja.
diese eine Lounge. Nächstes Mal will ich auch eine Runde Dart spielen. Es gibt noch viele andere Läden in Kijidoji. Wir sollten uns mal die Zeit nehmen und uns umzuschauen. Machen wir irgendwann, wenn wir Zeit haben und alle Esslings aufs Maximum haben. Dann schauen wir mal. Morning. Die Reaktionen auf Madaramas Pressekonferenz waren gewaltig. Alle reden von der Prangerkarte. Heute checken wir die Mädels ab. Die spüren bestimmt mein überbrodendes Phantom-Dieb-Charisma. Mann, kann ich etwa endlich landen bei all den coolen Oh nein. Was ist denn los? Was ist los? Meine Uniform! Mann, das ist los! Ab heute sollen wir die Sommeruniform tragen. Dachte ich doch, dass ich angestarrt werde. Ach, verdammt. Ich muss nach Hause und mich umziehen. Geh schon mal vor. Tja, wir haben jetzt nämlich unsere heißen hier Klamotten. Unser schönes T-Shirt einfach nur an. Du meine Güte, du bist so blass. Kurze Ärmel sind wohl nichts für dich. Halt die Klappe. Mann, hey, hast du von gestern gehört? Dieser berühmte Künstler hat wegen all der Kunstwerke, die er gestohlen hat, geheult. Das gleiche ist doch auch mit Kamoshida passiert, oder? Sie haben beide seltsame Calling-Cards bekommen. Da steckt sicher die gleiche Person dahinter. In den Nachrichten hieß es, dass die Gruppe Dime Genji hinter der Karten steckt. Ich frage mich, wie sie ein Geständnis erzwingen. Sie können nicht wirklich Herzen stehlen. Vielleicht Erpressung? Da ist er! Ah, geschafft. So ein Sprint am Morgen ist echt übel. Das war definitiv eine persönliche Bestzeit. Und zwar nicht so knapp. Und wo ist jetzt sein weißes T-Shirt? Jetzt hat er nur seine Jacke ausgezogen, Mann! How are things going in regard to that matter we spoke of earlier? I have nothing to report yet. Nothing at all? How many students are there who could provoke a teacher? I've already narrowed it down. I just can't get any solid evidence. You knew, didn't you? About Mr. Kamoshida sexually harassing students. Sir! What will come of you asking that? This investigation is for a just cause, correct? I believe I understand how flustered this must be making you. I'm sure it was truly shocking for you as student council president to see a peer attempt suicide. Yes. We must provide a school environment where all students can feel at ease. That is the most pressing issue we have to tackle at the moment. So that's your reason behind this investigation on the Phantom Thieves of Hearts? We don't even know if they truly exist. Why are you... You heard about the incident with that Madarame fellow, I assume? They said there was a similar calling card to the one used in Mr. Komoshida's case. I wish to believe that this is unrelated to our students. Yes. That is where I stand. I suggest you devote your energy to the task at hand, not unnecessary questions. Did you see Madarame's press conference? You mean that guy who was all like, how could I possibly apologize for what I've done? Ah! Think it was really those Phantom Thieves? You know, the whole stealing your heart thing? That? There's no way. But then again, it seems too convenient for it all to just be coincidence. Yeah! How's it going? Have you found our next big target? I just started looking yesterday. No way I'm gonna find one that quick. Oh yeah, I guess that's true. By the way, I decided on the TV station. What about you two? Huh? Oh crap, the social studies trip. Oh, I just wanna ditch it. You'd better go to your school activities. Didn't I tell you not to draw attention to yourselves? Wouldn't me suddenly turning into a good student stand out more? Quit bickering and go. Then let's all choose the TV station. I heard we're gonna get to watch them tape a show. Maybe there'll be actresses there. Oh well, not like I got anything better to do than waiting for info to come in online. Plus, Morgana's right. Showing up will keep the teachers from getting all suspicious of me.
All right, I'm gonna head back. TV, huh? Maybe I should get a haircut. That guy is such an idiot. I hope nothing happens. Gutes Gefühl, dass alles über uns reden, oder? Madarabe ist an meiner Schule das einzige Gesprächsthema. Und weil ich sein Schüler bin, ignorieren mich die anderen jetzt alle. Echt jetzt? Das ist doch scheiße. Kommst du damit klar? Kein Grund zur Sorge. Sie haben mich sowieso schon immer anders behandelt. Ich bin das gewohnt. Okay. Viel wichtiger, haben wir schon eine Idee über eine neue Mission? Soll das ein Witz sein? Wir finden doch so schnell kein neues Ziel. Auf nach Mementos! Super Idee! Ich halte mir die Zeit frei. Sag Bescheid, wenn du etwas tun willst. What a pleasant surprise. It's really pouring down, isn't it? I thought something like this would happen, so I snuck a collapsible umbrella into your bag. Of course, this isn't something any ordinary cat would do. And just in case you've forgotten again, I'm a human, not a cat. Well, see you around. Actually, I forgot my umbrella. But it's fine. I'll barely get wet if I run to the station. If anything, it'll make for good training. Huh? But how are... Oh, are you offering to share your umbrella? That'd be wonderful. Thank you so much. Thanks again for letting me join you. To be honest, prelims are coming up soon, so I didn't want to take any chances of getting sick. Oh, the preliminary competition for gymnastics. Two huge competitions are coming up, one at the beginning of summer and one near the end. If I'm going to participate in the prelims, I have to be selected as my club's representative, and there's a qualifier meet to determine who that rep will be. It's my dream to compete in gymnastics on the global level. So, I plan on maintaining a strict training regimen with my coach. It's nothing extraordinary, but it's for my dream. So I'm willing to put in every bit of effort that I have. Oh, we're already at the station. I'll be fine from here out. I can't thank you enough for today. I swear, I'll return the favor some... Hey, isn't that Yoshizawa? You mean the honors gymnast? She gets the VIP treatment at school, and a boyfriend to escort her around? Miss Special Snowflake sure is living on Easy Street. I'm sorry. You shouldn't have to deal with a misunderstanding like that. Oh no. If anything, it's my own fault. The same thing happens in class, too. People are often wary of me because I'm an honor student. The school's expecting me to attain strong results in the upcoming competitions, too. They even told me I didn't have to participate in the cleanup event. But I just don't like getting special treatment. Oh, excuse me. My father's calling. Hello, Dad? What was that? Sorry, my phone's been acting up lately. It's okay. Thanks. Mm-hmm. I'll see you later. Sorry about that. He asked if I needed a ride since it's raining. A bit overprotective, don't you think? Yes, I definitely agree.
Well, I have to get to practice, so it's time for me to go. Thanks so much for today. Excuse me. Seems pretty rough. Aber egal, das Fell ist echt nervig. Bitte halte mich unter dem Regenschirm, ja? Hey, ich habe eine tolle Info. Diesmal geht es um Mobbing durch einen Kosei-Schüler, die alle die Königin nennen. Sie kommandiert einen männlichen Schüler herum, der sich M nennt. Oh oh, bin ich das, oder? Ein bisschen wie das M in SM. Steht das M für Mishima? Das ist ein Geheimnis. Jedenfalls sind die Details. Das Mädchen, das sich wie eine Königin aufführt, ist Tikare Shimizu. Ob es wahrscheinlich ist, dass ein Mädchen sich so verhält, wenn ihr Nachname mit S beginnt? Jedenfalls habe ich die Warnung schon gepostet. Ihr könnt euch also jederzeit darum kümmern. Hoffentlich endet ihr nicht auch wie Ms. Also Ms. Was sollte das Gerede von S und M? Das sind auch Kleidergrößen, oder wenn nicht? Jedenfalls scheint es ein gutes Ziel sein. Reden wir darüber mit einem Versteck. Irgendwann mal, wenn wir Zeit und Lust haben, also irgendwann in 100.000 Jahren. Okay. Dann kümmern wir uns aber erstmal um was Wichtigeres. Und zwar... wir haben einen Essling. Ich habe einen passenden Persona dafür, oder? Persona? Genau. Habe ich meinen Kushimitama nochmal gekauft hier. Keiner will aber mich anrufen. Na gut, dann machen wir es auf die altmodische Art und Weise. So, wo müssen wir da hin? Schuleingang, Gebäude, Fachgebäude. Fachgebäude? Habe ich schon vergessen, liebe Leute. Ach, ich bin ja auch doof. Ich kann mich ja da einfach hinwuppen. Das geht eh viel leichter. Ja, aber ich kenne mich ja hier aus, leider. Kennen wir ja noch knapp 200 Stunden, könnte man sich mehr auskennen. Es soll heute regnen. Das Wetter schlägt dir bestimmt auf die Laune. Hast du heute Zeit? Also, ich plane ein kleines, ich frage jetzt einfach. Hast du heute Zeit? Ja, helf mir ihm. Aber nur wenn es Süßigkeiten gibt. Ah, fantastisch. Komm doch rein, mach's dir gemütlich. Das gibt heute wieder so ein Hin und Her. Oder auch nicht, heute ist dein Glückssack. Schau mal, was da Schönes auf dem Tisch liegt. Ich hab dich in letzter Zeit mit Traumata, Schmerzen, Trauer und solchen Sachen bombardiert, also... Die habe ich in einem Untergrund-Einkaufszentrum entdeckt. Zeit für eine kleine, luxuriöse Kekspause. Ich wollte dich mit etwas überraschen, weil du mich in letzter Zeit so geduldig ertragen hast. Bitte, bedien dich. Sieht toll aus. Komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Ich habe sogar noch genug für einen Nachschlag. Oh, yes. Oh, ich weiß. Aber solange wir über Kekse reden, weißt du, sie erinnern mich an dieses psychologisches Experiment. Dabei haben Forscher dieselben Art Kekse in zwei verschiedenen Kisten verteilt. In der einen haben sie nur einen Keks versteckt, die andere war mit ganzen 10 davon gefüllt. Dann haben sie die Testperson Kekse aus beiden Kisten probieren lassen und sie nach dem Geschmack gefragt. Was meinst du, aus welcher Kiste die Probanden die Kekse am leckersten fanden? Die Kiste mit einem Keks. Ganz richtig. War's einfach, oder? Es gibt das Gesetz, das sich Gesetz der Knappheit nennt. Der Name verrät es schon. Die Leute fühlen sich zu dem hingezogen, was gerade knapp ist. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn ein gigantischer Hype um limitierte Merchandise-Artikel entsteht. Weißt du, das ist aber echt so, man, da hat er echt recht. Wenn irgend so, zum Beispiel irgendwo von einem Videospiel, einer Collector's Edition, irgendwie 5000 limitierte Exemplare gibt, dann ist die deutlich schneller verkauft, als wenn da steht zum Beispiel 500.000, jeder kriegt eine. Haha, ja, oder? Findest du das nicht auch sehr faszinierend? Wenn wir uns der Knappheit bewusst werden, weckt das unsere Begierde und führt zu einem Wandel unserer Kognition. Nicht nur das, die Wirkung breitet sich auf unsere Sinne und auf und erzeugt so eine spürbare Veränderung unserer Realität. Im Prinzip wird deine Wahrnehmung also durch deine Kognition und deine Sicht auf die Welt beeinflusst. Natürlich spielt sich das alles auf einer Ebene des Unterbewusstseins ab. Wirklich beeindruckend. Und jetzt, wo ich dir davon erzählt habe, wie denkst du darüber? Meinst du, deine unterbewussten Begierden haben den Geschmack des Kekses verändert? Pff,
Solange es schmeckt, würde ich mal sagen, passt, oder? Das ist definitiv keine gewöhnliche Reaktion, aber ich kann sie nachvollziehen. Das hört sich vielleicht nach einer Übertreibung an, aber für mich klingt das einfach wundervoll. Das menschliche Herz mag manchmal ins Wanken geraten oder unzuverlässig sein, aber wenn dieses Experiment einen beweist, dann, dass schon die Wahrnehmung glücklich machen kann. Denk zum Beispiel an die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Was, wenn dieser Keks der beste Keks deines Lebens gewesen wäre? Angenommen, ich hätte dir den Trick nicht verraten. Dieser Keks wäre für immer etwas leckerer gewesen als andere. Es wäre die subjektive Wahrheit deiner Realität. Da hat er wahrscheinlich recht. Okay, ich bin froh, dass du das sagst. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn diese Idee der Vorurteile genauer erforscht werden könnte, könnte man damit vielleicht Menschen behandeln. Ich glaube, man könnte vielleicht vielen damit helfen, vielleicht sogar eher als mit dieser Form der Therapie. Aber so viel davon hängt von der Perspektive ab. Manche würden es als Lüge oder Furcht vor Problemen ansehen. Aber selbst wenn das so sein sollte, glaube ich, dass man damit vielen Menschen helfen könnte. Oh je, tut mir leid. Jetzt ist das noch eine akademische Unterhaltung daraus geworden. Ich muss mich wirklich zurückhalten. Immer, wenn ich mit dir rede, komme ich auf meine Forschung zu sprechen. Ich bin dir wirklich dankbar für alles, nicht nur, weil ich immer auf deine Meinung zählen kann. Es ist mehr so, als würde ich mit einem alten Freund reden. Oh, aber das ist vielleicht zu persönlich. Es geht schließlich nur um unsere Abmachung, richtig? Leute, Mann. Irgendwas wird Maruki definitiv mal mit Mementos oder irgendeinem Dungeon zu tun haben. Chance, Jokers SP zu regenerieren, wenn sie niedrig sind. Nice, ist ja auch mal cool. Alright. Jetzt zeige ich dir mal lieber eine neue Methode, um dich mental abzuhalten. Was dir heute beibringe. Ganz ernst, Hafan, diesen Satz, den er gerade gesagt hatte, er würde sich wünschen, dass man die Kognition im Endeffekt verändert. Ist das nicht im Endeffekt das? Oh, noch ein Snack. Was im Endeffekt wir mehr oder weniger auf die eine oder andere Art machen. Irgendwann wird entweder wird böse oder wird uns irgendwann mal als Teamkollege zur Seite stehen. Oh, hier ist Maruki. Sorry wegen vorhin. Es sollte eine Möglichkeit für uns sein, zu entspannen, aber wurde dann wieder zu einer großen Diskussion. Ach, das ist doch in Ordnung. Solange ich meine Süßigkeiten bekomme. Du bist immer so nett. Du wärst vielleicht ein besserer Therapeut als ich. Ich war schon immer so. Ich fixiere mich so auf eine Forschung, dass ich nichts anderes mehr mitbekomme. Als ich noch Schüler war, haben mich die Leute davor gewarnt. Ups, ich beschwöre mich schon wieder. Sorry. Gut, wir sehen uns bald. Ein sehr seltsamer Gefolgsmann. Aber ich habe, also ganz ehrlich, dieser Satz, den er so gesagt hat, ich denke, irgendwas wird immer mit einem Dungeon zu tun haben. Du hast nichts von der Präsidentin des Schülersatzes gehört, oder? Frau Musterschülerin muss damit beschäftigt sein, in irgendwelche Hintern zu kriechen. Das kann man auch netter sagen. Worum geht's hier, eine Präsidentin des Schülerrats? Die an unserer Schule beobachtet uns schon länger. Ich denke, sie hält uns für verdächtig. Bist du sicher, dass das nichts mit das Ergebnis von Ryojis generellem Fehlverhalten ist? Halt die Klappe! Aber um ehrlich zu sein, ihr drei stecht schon aus der Masse hervor. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Naja, ein Punk, ein Model und ein Schwerverbrecher. Ich kann in der Schule nicht auf euch aufpassen, wisst ihr? Diese Verantwortung ruht auf deinen breiten Schultern, Maxi. Ach, mach dir keine Sorgen. N kann sich auf meine breiten Schulter verlassen, Ryoji. Der wird schon überleben. Ich werde auch ein Auge auf Ryoji werfen. Warum kriege ich eine Sonderwallung? Die anderen kinda overshadow you sometimes, but don't forget. You're famous too. Just make sure you're careful, okay? Morgana, easy, Mensch. Was wollt ihr denn alle? Hey, Inmate! Häftling, wir müssen mit dir reden. Komm sofort her. Das hört sich ja gefährlich an. Okay, was Caroline immer von uns will, werden wir aber jetzt nicht mehr verhandeln. Wir machen jetzt einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play Persona 5 früher. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.